So. Nicht perfekt, aber halt besser. So. Keine Ahnung, was das für ein Auto darstellen soll. Es ist das MGK. Ich kann noch ein bisschen vom Contest erzählen. Also, wer den RPG Maker besitzt, kann ja auch mal versuchen, daran teilzunehmen. Ich glaube, der Einsendeschluss ist der 1. März oder der allerletzte Tag des Februars, bin mir nicht mehr ganz sicher. Es geht jedenfalls darum, dass 10 Worte vorgegeben sind. Das Ganze nennt sich der... Habe ich das Ganze vertauscht? Nee. Das Ganze nennt sich der 10-Word-Contest. 10 Worte sind vorgegeben von den Eröffnern dieses Contests. Und aus diesen Worten soll ein Spiel erstellt werden. Die einzige Vorgabe ist eben diese Worte. Und das war's. Man soll einfach daraus ein Spiel machen. Aber kein, nicht irgendein Trash-Game, sondern es soll schon ein Spiel sein. Ansonsten ist der Fantasie freien Lauf gelassen. Ich finde das ziemlich gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe auch schon eine ganz tolle Idee. Da werdet ihr staunen! Aber die kann ich euch halt nicht sagen, weil sonst werde ich disqualifiziert. So, und ein kleines Bäuchlein hinten, wie süß. Ich möchte lieber ein eckiges. Ich möchte ein eckiges hinten. So. Also ich hatte schon eine ganz tolle Idee. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich alle Worte verarbeitet habe. Müsste ich nochmal nachsehen. Ich habe das Ganze eigentlich relativ gut organisiert. Erstmal geschaut, was bedeuten denn all diese Worte? Was fällt mir ein, wenn ich diese Worte höre? Also diese Worte sollten sich dann auch im Spiel wiederfinden lassen. Jetzt nicht handgeschrieben und eventuell auch nicht direkt draufgestoßen. Hallo, lieber Spieler. Hier findest du das Thema Koloss. Das ist eins der Worte. Sondern man soll es spielerisch entdecken können. So. Es gibt auch Punktabzug, wenn diese Worte nicht vorhanden sind. Eine ganze Note tiefer für jedes Wort, was fehlt. Hart, aber es geht ja eben darum, dass man diese Worte verwendet. Gut. 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 So, ich mache das Ganze jetzt ein bisschen dünner. Pixelweise. Könnte ein bisschen dauern. Ich hoffe, die Aufnahme funktioniert. Das wäre katastrophal, wenn nicht. So wie bei Mega Man, wenn plötzlich die Aufnahme nicht mehr funktioniert hat. Die Datei wird jetzt aber riesig, wow. Oder zwischendurch könnte ich mal auf Stopp machen und dann neu aufnehmen, ja, das wäre eine Idee. So. Okay, ich würde sagen, das Grundmodell steht. Wir nehmen jetzt, machen jetzt mal unseren unsichtbar. Ja, dann sieht man schon, das gefällt mir noch nicht so ganz. So hoch. Ja. Und hier sieht. Okay, die Seiten sollten lieber so ungefähr übereinander stimmen. Ja. Man sollte übrigens auch beim Pixeln darauf achten, dass. Wie erkläre ich euch das jetzt? Das könnte ein bisschen schwieriger werden, euch das zu erklären, weil ich gerade nicht weiß, wie ich es formulieren soll. Das ist jetzt echt schwer. Also. Stellt euch das mal so vor, man möchte jetzt an diesem Auto vorbeigehen. Also von hinten, hier so la la. Moment, wir nehmen da einfach mal den Charakter. So, hier so la 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 la. Und dann soll das Auto sich vor einem befinden. Genau. Und der Teil hier vor soll dann vor einem sein. Und den soll man auch nicht betreten können. Also der hintere Teil verdeckt unseren Hero. Und der vordere Teil hier. Ja, halt andersrum. Und das solltet ihr auch beachten. Also, wenn dann plötzlich das Auto so ist, dann verdeckt dieser Teil den Hero. Und das ist einfach blödsinnig. Also, man muss schon noch einiges achten. Ich habe da alles automatisch drauf geachtet. Rein zufällig. So. Also, man kann auf viel achten. Sollte man auch. Ja. So, ja, das sieht ganz in Ordnung aus. So, je nachdem, welchen Stil ich jetzt verfolgen will, entweder ich mache jetzt dicke Outlines oder ich mache dünne Outlines.
Da ich sowieso alles selber pixel bei dem Spiel, oh Gott, ich hoffe, ich pack das in der Zeit, steht mir das eigentlich frei? Schwer. Ich würde sagen, ich setze Wert auf Realismus. Ja. Meine Story ist sowieso relativ realistisch, obwohl ein bisschen fantastisch. Naja. Ah ja, ich wollte noch... Ja, nee, was? Wollte ich noch irgendwas sagen? Nee. Ich wollte gar nichts mehr sagen. Okay. So. Ja, ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht bei dem Spiel. Also erstmal gebrainstormt, was bedeutet jedes Wort. Ich glaube, genau, da wollte ich wieder ansetzen. Gebrainstormt, was bedeutet denn jedes Wort? Was fällt mir denn so ein, wenn ich diese Worte höre? Und daraus habe ich dann versucht, einen roten Faden zu spinnen, beziehungsweise versucht, Worte zu finden, die gut zusammen, also Bedeutungen, die gut zusammenpassen. Und daraus habe ich dann die Geschichte gesponnen. Und ich muss sagen, im Endeffekt, ich bin eigentlich ziemlich zufrieden. Ich hoffe, es kommt auch gut an, das Spiel, sofern ich fertig werde. Die traurige Wahrheit ist leider, ich habe es noch nie geschafft, ein Spiel fertigzustellen. Ganz, ganz traurig. Ich hoffe, diesmal schaffe ich das. So. Das sieht merkwürdig aus. Ja, mich hetzt da jetzt keiner. Oder hetzt ihr mich? Hört auf, mich zu hetzen! Ja, sieht ein bisschen aus wie Tränensäcke, Auto, aber ist okay. Lassen wir so. Moment, ich glaube, ja, das muss, ups, das muss ein bisschen tiefer. Muss nichts. Alles kann, nichts muss. Ich ziehe noch einfach mal so einen Streifen, ich weiß gar nicht genau wieso, ich mache das jetzt einfach. So, okay, jetzt versuche ich noch ein bisschen die Outlines, dünner zu machen. So. Solche rechtwinkligen Ecken müssen nämlich nicht sein. Gut. Ja, total spannend. Das ist spannender als ein Mega Man Let's Play. So. Upsa. Okay. Okay, dann ist hier eine blöde Kante drin. Das sieht dann auch blöd aus. Ja, so, das geht irgendwie. Erinnert mich an ein Taxi. Vielleicht mache ich ein Taxi draus. Gut. Ich würde sagen, das lassen wir jetzt erstmal so. Okay, die Outlines sind erstmal fertig. Löschen wir nochmal das untere. Und wählen eine neue Ebene. Gut. Nehmen wir wieder den harten Pinsel. Ich mache ihn diesmal ein bisschen dicker. Und außerdem soll er diesmal auf das Grafiktablett reagieren. So. Wählen eine andere Farbe, irgendein x-beliebige Hauptwerk. Hauptsache, wir erkennen sie. Ich nehme jetzt erstmal so ein Violett-Blau. Das hat keinen Sinn, tieferen Sinn, sondern ich war jetzt einfach zufällig auf dieser Farbe. Doch wieder ein bisschen kleiner. Und ja, das schließe ich mal. Und füllen jetzt das gesamte Auto mit einer Farbe. Ja. So. Bin schon sehr gespannt, was die anderen so hervorbringen. Denn der Kreativität bei einem 10-Word-Contest ist wirklich grenzenlos. Aus den Worten kann so viel entstehen. Das glaubt man gar nicht. Ja, gut. Okay, dann locken wir die transparenten Pixel oder so. Eigentlich hat jedes Programm mit Ebenen so eine Funktion, dass das sorgt dafür, dass man nicht mehr über den Rand hinausmalen kann. Zeige ich euch. Genau so. Hat wirklich jedes Programm, auch GIMP. Glaube ich. Na, ich bin mir eigentlich relativ sicher. Gut. Dann füllen wir einfach mal alles das mit Weiß, was weiß sein könnte.
Guti, guti, gut. Gut, 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 gut. Calvin macht, glaube ich, auch mit. Und Calvin pixelt ja auch selber. Er hat, glaube ich, schon... Also, das Letzte, was ich von ihm gelesen habe, war, er hat schon 3 Chipsets fertig. Sag ich erstmal so. Wow. Aber er hat auch sehr viel mehr gemacht als ich. Die Leuchte hier vorne machen wir auch erstmal weiß. Mir geht es jetzt nur um den Unterschied.